So, was geht ab? Neuer Stadionvlog. Heute Leverkusen gegen AS Rom. Halbfinale Rückspiel. Hinspiel war 1-0 für Rom. Mit am Start ist Pep. Hi, alles gut? Mit am Start ist auch Dimi, dein Leverkusen-Fan. So, wir gehen jetzt dahin. Haben geparkt. Und Prediction fürs Spiel ist 1-0 Leverkusen. Dann geht's Verlängerung. Boah, und dann kommt, glaube ich, Rom weiter. Was sagst du, Pep? Genau auch meine Prediction. 1-0 Rom, Leverkusen. Und dann Elfmeterschießen halt. Heimmannschaft gewinnt immer. Jimmy? Objektiv 1-1. Subjektiv 3-0. Jetzt einfach sechste Reihe. Einfach die Banner macht vor mir. Junge, wie nass das Banner. Ich hab die Kurio von letzter Woche aus. Die Banner! Und eine Choreo haben wir auch noch. Müssen wir gleich hochhalten. Wahrscheinlich geht die Choreo über das ganze Stadion. Boah, wir haben einfach die Ballers hier. Das ist so krank. Eine Vertretung. Einfach die Charabi, die Baller, mein Album, Smalling. Und die anderen, die ich nicht kenne. So krank, das ist einfach direkt vor uns. Wir sind die Macht am Rhein, Leverkusen, und das wird immer so sein. Mit dem Kreuz auf der Brust, mit Herz und Gefühl, stehen wir zu dir, Bayern und wir, Leverkusen. Wir sind die Macht am Rhein. Ja, bis glatte Grenzen sind, das ist so krank.
auch nichts. Vielleicht jetzt? Oh. Ecke jetzt. Direkt vor der Rundkurve und? Oh. Ah, nix. Und vor. Stark, stark. Ja, die haben ich. Und? Ah, weg. Das ist die ganze Zeit ein Spiel auf ein Tor. Und irgendwann ist nur, eigentlich eine Frage der Zeit, bis Leverkusen Tor macht. Aber Roma hat eigentlich gar nichts. Die bunkern hinten zu, richtiger Mourinho-Fußball. Die machen einfach gar nichts. Direkt hier vor uns, ein bisschen Stress. Schiri, wie gesagt, hat wieder nichts gepfiffen. Kompletter Müll. Halbzeit 0-0. Typischer Mourinho-Fußball. Und Leverkusen macht die Tore vorne nicht, aber ja, nichts Besonderes eigentlich. Halbzeit, Halbzeit, Büro schon. Pro Büro! Reicht uns Leverkusen in 16 Minuten? Die ganze Zeit für rum, das ist so krank. 70. immer noch nichts passiert, immer noch Mourinho-Fußball. Wir haben so einen Abgehörigen gehalten und einfach Bus gepackt. Noch nie in meinem Leben so eine schlechte Schiri-Leistung gesehen und so eine schlechte Schauspielleistung von rum. Die fallen bei jedem Körperkontakt hin, das ist nicht mehr normal. Die ganze Zeit, also Nachspielzeit muss eigentlich, das ist jetzt 90. müsste normalerweise mindestens 8 bis 10 Minuten sein. Die liegen die ganze Zeit auf dem Boden, die machen gar nichts anderes. 8 Minuten Nachspielzeit. Ich hab so Bock jetzt auf ein Tor für Leverkusen, eine Verlängerung. Weil haben die auch verdient eigentlich. Direkt eine Minute später liegt der nächste. Es ist geisteskrank, wie eingestellt die sind, immer die ganze Zeit rumzuheulen. Das ist nervig, das bockt nicht mehr. Also ich hoffe, Leverkusen macht noch ein Tor, weil es braucht gar nicht mehr die ganze Zeit heulen. Die letzten Minuten vom Ende, aber boah, die können auch noch 3 Jahre später passieren. Rom bunkert und Leverkusen trifft nicht. Ja. Mourinho chillt einfach, der sitzt da die ganze Zeit, der ist so aufgestanden, der chillt einfach. Ratet mal, was wieder passiert ist. Noch einer liegt um Rom. Das ist wirklich ein Minutentakt, die liegen die ganze Zeit. Geistes hat noch nie sowas gesehen. Wir haben halt safe 5 bis 10 Minuten so von der Uhr bekommen. Das ist geisteskrank. Letzter Ball, letzter Freistoß. Jeder steht hier, alle stehen, keiner hat Sitz. Vielleicht jetzt? Nein. Pimpon, schieß doch! Oh. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das war's. Wo ist im Finale? Unverdient. Wirklich unverdient. Aber wir sind im Finale. Mourinho! Mourinho, Junge! Mourinho juckt nicht die Mannschaft, der geht direkt zu den Fans. Mourinho hat noch direkt andere Leute direkt zu kommen. Jawohl, Junge, Mourinho! Was macht der? Mourinho ist krank. Mourinho ist krank. Roman geht ab. Ich weiß auch nicht, wer im anderen Halbfinale gewonnen hat, ob Sevilla weit ist oder Juve, muss man gleich gucken. Aber ich glaube, Sevilla oder Juve holen das Ding. Roman hat mit diesem Antifußball wirklich eine Chance. Leverkusen war stabil, wir haben stark gespielt, unverdient nicht Verlängerung gekommen. Die ganze Kurve von Rom geht ab. Oh,
Ultras. Oh, was geht ab? Oha, plötzlich. Oha, oha, oha. Da sind da Leverkusen auf dem Platz. Nimm mal die Pfanne weg, Mann. Das Spiel ist aus. 0-0. Das Ding ist komplett gebrochen. Ja, richtiges Dreckspiel. Und ja, hier Elevate, Eli, weiß selber, schlecht wäre. Und ja, jetzt hauen wir ab. Es gab nicht viele Szenen reinzustellen. Ich weiß nicht, was reinkommt, vielleicht wird es ganz gut, keine Ahnung. Aber ja, bis zum nächsten Block. Ciao.